So, liebe Teilnehmer, ich will das hier nicht immer irgendwen ankündigen, den ich sowieso nicht kenne, der hier spontan das Wort ergreifen möchte. Wir machen das einfach so, dass jeder es hier einfach tut und sich ans Mikrofon stellt und seine Worte hier sagt. Und wie gesagt, auch die Gelegenheit nutzt, dann seine Worte, seine Gedanken und Wünsche für den Frieden durch die Glockenschläge in die Welt sendet. Das können natürlich auch alle anderen Teilnehmer. Natürlich insofern rücksichtsvoll, nicht wenn jemand spricht, sondern immer dazwischen. Dankeschön. Ja, ich habe am 15.09. hier mit einigen auch Anwesenden eine Friedensdemonstration hier in Berlin organisiert. Eine Friedensdemonstration, wo wir darauf aufmerksam machen wollten, inwieweit Deutschland in die Kriege verstrickt ist. Wir haben gesagt, Schluss mit euren Kriegen, denn Kriege werden von Deutschland immer mitgefördert durch Waffenexporte, seien es U-Boote, seien es Leopardpanzer. Diese Sachen sind nicht zu dulden. Und warum ich jetzt auch das Wort ergreife, ist auch einfach, dass momentan Flüchtlinge, die durch eben halt diese geförderten Kriege jetzt hier in Deutschland auch gibt, aus den Gründen, warum wir auch dieses Umbrella Peace hat ins Leben gerufen haben und weshalb ich auch Ute unterstütze, dass diese Flüchtlinge jetzt auf dem Weg nach Berlin sind und auch circa am zwischen 3. und 5. Oktober in Potsdam sein werden. Und wir haben uns entschlossen, wir möchten diesen Flüchtlingen unseren Respekt zeigen und wir möchten diese Flüchtlinge unterstützen. Daher haben wir uns entschlossen, wir möchten mit diesen Flüchtlingen zusammen von Potsdam nach Berlin laufen, weil wir einfach dieses Leid, was diesen Menschen erfährt, was denen angetan wird, das teilen wir einfach, weil uns das einfach auch unheimlich wehtut. Aber wir haben einfach auch nicht die Macht, um etwas dagegen zu tun. Also diese Macht, um der Politik zu sagen, hört auf damit, Waffen zu exportieren. Da werden teilweise Waffenfabriken in fremden Städten gebaut. Damit muss einfach Schluss sein. Und ich möchte einfach auch viele, viele Leute dazu einladen, einfach diesen Flüchtlingen irgendwie in irgendeiner Weise Unterstützung zukommen zu lassen. Und darüber findet man dann auch im Internet einiges. Wer dann noch Fragen hat, der sollte mich gleich nochmal ansprechen. Danke.